Ja, schon Leute, ich bin's wieder, Trinoran. So, der Tag 10 Fragen an einen Gamer hat auch mich erreicht. Der grassiert ja momentan durch die Gamerwelt. Man hat total die Übersicht verloren, dadurch, dass Julian Now ja gesagt hat, dass man 2 bis 3 Leute taggen kann. Viele wurden doppelt, dreifach getaggt, mir ist es auch passiert. Erstmal danke an Norm86 Petersen für den Tag. Und ja. Mr. Benny Five hatte sich nachher auch schriftlich noch bei mir gemeldet, hatte mich auch noch getaggt. Also auch danke an dich, aber keine Sorge, ich wurde schon nicht vergessen und ich kann auch teilnehmen. Und ja, ich würde sagen, genug der Worte, fangen wir direkt an. Frage Nummer 1: Wie alt bist du und wann hast du mit dem Zocken angefangen? Also ich bin 25 Jahre alt und ich habe ungefähr mit 6, 7 Jahren mit dem Zocken angefangen. Zweite Frage: Welche war deine Einstiegskonsole und wie kamst du zu ihr? Ja, da sind zwei Sachen und ich weiß nicht mehr, was zuerst war. Also, ich weiß, dass mein Vater irgendwann mit einem C64 nach Hause kam und da haben wir eine Zeit lang dann C64 gezockt. Der Yogi von Clippiraten, der hatte auch so einen Teil, da haben wir uns auch mal zum C64-Spielen verabredet. Der war damals der Crack auf dem Gebiet. Ja. Und die andere Sache war, meine Mutter hat irgendwann mal im Unterricht einem Schüler einen Gameboy abgenommen, weil er damit gespielt hat. Und als sie dann dem Schüler den Gameboy ein paar Tage später wieder zurückgegeben hat, waren peinlicherweise die Batterien leer, weil ich da die ganze Zeit mit gezockt habe. Und damit das nicht nochmal passiert, hat der Junge dann auch einen Gameboy bekommen. Und ja, ich würde sagen, das ist meine erste richtige eigene Konsole gewesen. Und ja, damit dürfte auch die Frage beantwortet sein, wie ich zu ihr gekommen bin. Damit ich den Schülern meiner Mama nicht mehr die Gameboys leer spiele. Dritte Frage: Welche Games hast du im Kindesalter gern gespielt? Ja, halt so Gameboy-Ära war ich ziemlich geprägt von. Ich hatte kein SNES oder so. Ich habe natürlich so Super Mario Land war, glaube ich, so mit das erste, was ich in die Finger bekommen habe am Gameboy. Aber auch die Schlümpfe. Ich habe halt viel auch gespielt, was andere dann sozusagen auf den Heimkonsolen gespielt haben. Ich habe zum Beispiel Donkey Kong Land am Gameboy sehr gerne gespielt. Aber ich habe natürlich auch bei Freunden oder so am SNES gerne auch da die üblichen Verdächtigen gespielt. Ja, Donkey Kong Country, Mario Kart und sowas. Vierte Frage: Welche Games spielst du momentan am häufigsten? Ja, momentan am häufigsten spiele ich Tales of Vesperia, Dragon Age 2. Guitar Hero spiele ich eigentlich, also fast täglich lege ich mal irgendwie, und wenn es nur für ein Lied ist, mal eins der Spiele ein. Das ist so für mich Entspannung pur. Ich spiele das auch nicht so auf Highscore oder so. Ich meine, ich bin, würde ich sagen, relativ gut im Spiel, aber es ist halt so, ich spiele es mehr so fürs Feeling, sage ich mal. Und auf der PSP spiele ich zurzeit Star Ocean 1 oder First Departure. Fünfte Frage: Nenne deine aktuelle Top 3 aller Games. Ja, finde ich eine unheimlich fiese Frage, nur 3 Spiele auszuwählen. Da gibt es so viel mehr. Das ist jetzt auch bei mir wirklich, also ich habe noch mehr Lieblingsgames. Ich habe einfach mal ein paar rausgegriffen. Da müsste natürlich, also da ist auf jeden Fall Zelda Ocarina of Time ist da mit dabei, aber da habe ich halt keine schöne einzelne Version, die ich euch zeigen kann. Deswegen auf jeden Fall noch Final Fantasy 9. Das ist mein Lieblings-Final Fantasy. Ja, ich weiß, jetzt werden viele sagen, hey, ich finde aber Teil 7 am besten oder Teil 8 oder Teil 10 oder keine Ahnung. Ich finde Teil 9 am besten und das ist deswegen auch eins meiner Lieblingsspiele überhaupt. Dann Dragon Age als Vertreter der klassischen westlichen Rollenspiele. Ja, hat mich halt tierisch geflasht, das Spiel. Und das ist jetzt, zwar ist jetzt auch mal beeinflusst wirklich meines momentan aktuellen Geschmacks, aber ich bin einfach total geflasht von dem Spiel Tales of Vesperia, weil es so unglaublich geil ist. Gut, nächste Frage. Von welchem Game hättest du gerne eine Fortsetzung? Ja, da habe ich lange drüber nachgedacht, weil irgendwie ich finde eigentlich, wir sind in einer Zeit, wo Fortsetzungen echt an der Tagesordnung stehen. Also es wird von allem eine Fortsetzung gemacht, was es so gibt. Und da sind eigentlich in meinen Augen nicht mehr so viele Wünsche offen. Und also
Was ich mir halt wünschen würde, ich würde mir nochmal ein cooles South Park-Spiel wünschen. Ja, es gab damals zu N64-Zeiten einen Ego-Shooter, der hat mir nicht so gut gefallen. Ich würde mir zum Beispiel so eine Art Point-and-Click-Text-Adventure wünschen. Ja, das könnte man super am DS machen, wo man so auf interaktive Art und Weise eine South Park-Folge sozusagen durchspielt. Das wäre bestimmt unheimlich witzig. Grafik würde auch passen auf dem Handhelden. Das wäre was, was ich mir mal wünschen würde. Aber ansonsten muss ich sagen, werde ich eigentlich echt gut bedient, weil meine Lieblingsfranchises, die werden eigentlich alle momentan sehr gut weitergeführt. Frage Nummer 7. Welche Hobbys bzw. Leidenschaften pflegst du neben dem Gaming? Ja, also ich beschäftige mich natürlich auch mit anderen Medien. Also ich lese sehr gerne. Also auch privat, ja, vom Studium muss ich natürlich auch viel lesen, aber privat lese ich auch unheimlich gerne Fantasy, Science Fiction, Krimi, sowas in dem Bereich. Am liebsten halt Fantasy. Ich gucke natürlich auch gerne Filme, das kann man auch durchaus als ein Hobby bezeichnen. Also so alles, was so im Bereich Action, Komödie, Animationsfilme und so liegt. Auch mal hin und wieder mal ein Horrorfilm, aber die müssen dann schon gut sein. Ja. Eigentlich echt viele Sachen. Ich mache auch, also ich mache, ich fahre zum Beispiel auch Snowboard, jonglieren kann ich sogar auch. Naja, und natürlich, klar, alles was so das soziale Real Life, ne, also mit Freunden was machen. Ne. Ich fahre immer zu meinen Kumpels in die Heimat und dann mache ich was hier auch. Wir haben ja viel auch mit den Clip-Piraten, das sind ja auch gute Kumpels von mir. Feiern, grillen, was weiß ich, keine Ahnung halt, was einem so einfällt oder wie halt jetzt der Roadtrip, der übrigens echt witzig war. Ja, und ja, im Verein spiele ich noch Tischtennis seit letztem Jahr. Das hab ich erst im Rahmen meiner Diät mit angefangen. Also ich bin jetzt noch kein Pro oder so. Nummer 9, nenne deine Top 3 Spieleserien. Ja, auch hier habe ich eine Weile überlegt. Beim ersten Platz musste ich nicht sehr lange überlegen. Das ist natürlich Mario. Klar, ich weiß, es ist jetzt langweilig, weil irgendwie, ich glaube, fast jeder bei dieser Frage auch Mario da mit bei hatte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt es ja auch eben in meiner Eingangsfrage gehört, welche Spiele ich damals geliebt habe. Der Super Mario Land, wenn man das mit 7 Jahren gerne gespielt hat, ja, und mit fast 19 Jahre später immer noch gerne spielt. Ja, also ich spiele quasi, um das mal eine Vorstellung davon zu geben, ich spiele quasi Super Mario, spiele ich so lange wie Shampoo 18 auf der Welt ist, so ungefähr. Dann ist das einfach, ja, dann muss das einfach in die Top Spieleserien mit rein, weil einfach durchgängig über 2 Jahrzehnte bislang für mich qualitativ hochwertige Spiele gebracht hat. Ja, dann die Assassin's Creed-Serie, die ist zwar noch nicht so alt, klar, aber es ist für mich einfach eine Serie, auch wenn sie erst in der aktuellen Gen entstanden ist, sie ist einfach jetzt schon legendär, weil da. Für mich verschmilzt einfach bei Assassin's Creed auf genialste Weise das Open-World-Gameplay mit einer Storyline. Das finde ich macht das Spiel viel, viel besser als GTA, weil GTA ist in meinen Augen die Storyline immer noch viel mehr Beiwerk und das Open-World drängt sich mehr auf. Hier hast du eine viel packendere Storyline. Das ganze Setting ist übelst geil. Also da stimmt einfach alles. Es packt einen, also jedes Spiel packt einen da aufs Neue. Und ja, last but not least, ich wollte auch eine Rollenspielserie haben, habe ich lange überlegt. Dragon Age zählt für mich nicht wirklich als Serie. Final Fantasy finde ich einfach in der Konstanz nicht gut genug. Da gibt es auch einfach zu viele schlechte Spiele in der Serie. Und deswegen habe ich mich jetzt mal für die Tales-Serie entschieden. Ja, die Tales-Spiele sind einfach geil. Die sind auch in ihrer Qualität, finde ich, besser als die Final Fantasy-Spiele. Muss ich ehrlich sagen, weil sie sind auch viel konstanter. Sie sind auf einem konstant hochwertigen Level und haben nicht so Ausrutscher nach unten wie das und oder auch vor allen Dingen so einen Abstieg nach unten wie das die Final Fantasy Serie hat. In meinen Augen, ich finde, da gibt's also seit dem 10. wurde es eigentlich in meinen Augen immer schlechter. Und hier ist es halt nicht so. Das sind unglaublich gute Spiele, egal ob ihr was auf der PSP, auf dem GameCube, auf der PlayStation 2 oder auf der aktuellen Gen zockt. Das sind alles Top-Rollenspiele. So, dann abschließende Worte zum Thema Gaming und das Tengen. Also abschließende Worte. Ja, Gaming finde ich geil. Das Geile ist einfach, dass es ein interaktives Medium ist. Ja, also du hast quasi einen interaktiven Film oder ein interaktives Buch. Das macht einfach Bock.
Es ist mittlerweile ein unglaublich komplexes Gebiet, wo man sich super viel mit beschäftigen kann und Leute mit kennenlernen kann und so. Das finde ich einfach echt eine coole Sache. Auch YouTube ist da echt ein riesen positiver Faktor, weil es einfach mittlerweile eine coole Community ist, wo es allein einfach nur wegen der Community schon Spaß macht, das Hobby zu betreiben. Ja, ich würde sagen, das reicht, glaube ich, als Abschluss. Ja, zum Thema Tagging. Ich tagge auf jeden Fall den Yogi von den Clip-Piraten, weil ich das mal hören möchte, wie ein Gelegenheitszocker diese Fragen beantwortet. Das ist dann auch, mal, denke ich mal, ein bisschen was Neues, weil wir alle bislang ja eher Freaks und Sammler sind. Und ja, ich möchte auch noch Mr. Multishot möchte ich taggen, weil das interessiert mich auch mal, weil der ist im Prinzip so ja, von seinem Stand her so wie ich vor einem Jahr ungefähr. Also hat gerade erst so richtig mit dem Videospiel sammeln begonnen und das ist bestimmt für uns alle auch recht interessant, was der zu der Thematik zu sagen hat. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Collection Update und eine neue Volume Triovan Show stehen an. Bis dahin, euer Triovan.